Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte auch noch einmal etwas zu dieser Frage des klaren Kurses sagen, Herr Ministerpräsident. Und ich finde, natürlich haben Sie recht, dass man nicht zu Beginn einer solchen Krise angesichts eines neuartigen Erregers, angesichts einer Pandemie, nicht einfach Segel setzen kann und sagen kann, so fährt man entlang, sondern natürlich muss man ständig neue Erkenntnisse berücksichtigen. Natürlich muss man auf Sicht fahren. Natürlich muss man Maßnahmen immer wieder neu anpassen. Deswegen ist ja auch der Vorwurf an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sie hätten sich die ganze Zeit geirrt, so absurd Quatsch. Ja, also natürlich, Wissenschaftler, die haben sich nicht geirrt, sondern sie haben neue Erkenntnisse und deswegen haben sie alte Erkenntnisse revidiert. Und wer nicht versteht, dass Wissenschaft daraus besteht, dass Erkenntnisse neu gewonnen werden und deswegen auch alte wieder hinterfragt werden, eben gerade angesichts eines neuartigen Virus, der hat Wissenschaft und Forschung nicht verstanden. Es sind nicht Wissenschaftler, die sich nicht einig sind, oder Wissenschaftler, die streiten und dauernd ihre Meinung ändern, sondern sie ändern ihre Erkenntnisse. Und deswegen ist es natürlich auch richtig, dass eine so dynamische Pandemie und ein solches Infektionsgeschehen, dass man da auch ständig Anpassungen vornehmen muss. Soweit sind wir uns einig. Aber ich finde, dass das Problem in vielen Entscheidungen dieser Landesregierung war, dass sie von den Prioritäten her nicht gestimmt haben und dass sie auch nicht zu Ende gedacht haben. Ich will jetzt nur einmal sagen, die Frage Kitas und Schulschließung. Ja, es war zu dem Zeitpunkt nach den damaligen Erkenntnisstand richtig, die Schulen und die Kitas zu schließen. Es war auch richtig, die Notbetreuung dann sukzessive immer weiter auszuweiten. Aber das Problem war doch, dass sich die Familien vollkommen alleine gelassen gefühlt haben. Weil man eben nicht versucht hat, innerhalb von ein paar Wochen, es waren ja wirklich Eltern, die 3 Monate, 4 Monate zu Hause am Stück ihre Kinder betreut haben, neben Berufstätigkeit, neben Homeoffice, die teilweise Urlaub genommen haben, dass man nicht versucht hat, in kleinen Gruppen wenigstens Betreuungsangebote für einmal die Woche, für zweimal die Woche sicherzustellen. Und dann war doch das die Schwierigkeit, dass im Mai, freitags, hat die Landesregierung erklärt, wer ab Montag alles wieder arbeiten gehen soll. Das waren diese großen Öffnungsmaßnahmen im Mai. Sie haben aber nicht gesagt, wer die Kinder dieser Menschen betreuen soll, weil die Schulen und die Kitas geschlossen blieben. Und damit haben Sie Familien ein riesiges Problem gemacht. Auf einmal musste eben der Kellner und die Verkäuferin im Einzelhandel und die Köchin, die mussten alle wieder arbeiten gehen, weil sie gesagt haben, sehr kurzfristig, es war ja auch für viele Geschäfte, für viele Unternehmen sehr kurzfristig. Ich glaube, es war der Freitag bei dem 1. Mai-Wochenende, die freitags gesagt haben, montags kann das alles wieder öffnen. Ja, das heißt also, da haben Beschäftigte das Wochenende über schon gearbeitet, um die Hygienemaßnahmen und die Vorbereitungen zu treffen. Aber sie hatten montags eben keine offenen Kitas und Schulen und waren ja auch nicht Teil der Notbetreuung, weil sie nicht in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben. Und da sage ich, da stimmt doch die Prioritätensetzung nicht. Sie können auch nicht sagen, alle gehen wieder arbeiten, aber die Kitas und die Schulen bleiben geschlossen. Und wer waren denn die Leidtragenden? Die Leidtragenden waren die Eltern. Und die Leidtragenden waren insbesondere die Frauen. Und da war, das ist halt schon die Stelle, wo ich sage, ja, es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn im Corona-Kabinett vielleicht auch eine einzige Frau vertreten gewesen wäre, die vielleicht auf so einen Aspekt mal aufmerksam gemacht hätte. Und dieses Gefühl, dass man einfach alleine gelassen wird, das hatten ja nicht nur die Eltern und die Schulen und die Kitas, sondern dass die Schulen gesagt haben, wir haben keine ganz klaren Vorgaben, was ja wirklich wochenlang so der Fall war. Die ersten 2 Wochen, die ersten 3 Wochen, die ersten 4 Wochen. Ja, also, aber es ging ja dann wirklich über Wochen, über mehrere Monate dieser Zustand. Die ambulanten Pflegedienste, die gesagt haben, wir haben keine Schutzausrüstung. Und den Zustand, meine Damen und Herren, den haben wir heute noch. Heute noch ist die Situation in Krankenhäusern ein Mitarbeiter, eine Maske pro Tag. In einer der reichsten Industrienationen der Welt müssen hier Pflegepersonal mit einer Maske pro Tag auskommen in Krankenhäusern. Und da frage ich mich, es kann doch nicht so schwierig sein, in einem Industrieland in all den Monaten Produktion so umzustellen, dass es ausreichend Masken gibt, ausreichend Schutzmaterial gibt, ausreichend Schutzkleidung gibt. Das kann doch nicht so schwierig sein. Das muss doch zu organisieren sein durch die Bundes- und die Landesregierung. Dann kommen Sie nicht da an, wo Sie hin müssen, Herr Ministerpräsident. Ja, dann kommen Sie dahin nicht an, wo Sie hin müssen. Und das ist doch nach wie vor ein Problem. Und das ist doch jetzt auch bei den Schulen wieder so. Sie waren die ganzen Sommerferienzeit, sich auf den Schulbeginn vorzubereiten. Und da frage ich schon, warum haben wir keinen
wirklich klaren Stufenplan. Wieso haben wir so eine Situation, dass Schülerinnen und Schüler in übervollen Schulbussen zur Schule transportiert werden? Das macht doch die ganzen Maßnahmen, die wir in der Schule haben, die richtig sind, die führen die doch total ad absurdum. Wieso hat man da nicht versucht? Ich meine, wir haben doch jede Menge Busunternehmen gerade, die keine Reisen anbieten können, weil sie überhaupt keine, weil das Tourismusgeschäft brach liegt. Warum hat man denn da nicht auch versucht, auch von der Landesebene die Kommunen dabei zu unterstützen, dass hier viel mehr Busse eingesetzt werden, dass die Schülerinnen und Schüler eben nicht wie die Ölsardinen da irgendwie im Bus stehen, sondern dass da auch Abstände eingehalten werden können, meine Damen und Herren? Lieber Herr Pentz, ich möchte Sie schon einmal darauf hinweisen, dass in dieser Krise eine ganze Menge Probleme in dieser Krise treten eine ganze Menge Probleme zutage. Herr Kollege Pentz, ich darf Sie bitten, sich etwas mehr zu beherrschen. In dieser Krise treten eine ganze Menge Probleme zutage, die vor dieser Krise schon bekannt waren. Und da müssen wir gar nicht über uns als Linke reden. Da können wir auch z.B. über die Gewerkschaft Verdi reden, die seit Jahren sagt, wir haben einen Pflegenotstand in den Krankenhäusern. Wir haben ein Problem auf den Intensivstationen. Das ist doch kein Thema, was wir seit März haben. Dieses Thema haben wir seit Jahren, dass Pflegekräfte um Hilfe rufen und sagen, wir brauchen Personalmindeststandards, wir brauchen eine Aufwertung des Pflegeberufs. Darüber diskutieren wir doch seit Jahren. Und da können Sie doch nicht sagen, da hat ja keiner vorher vorgewarnt. Wer hat denn seit Jahren diskutieren wir, dass wir zu große Gruppen in den Kitas haben, dass wir zu wenige Erzieherinnen und Erzieher haben. Seit Jahren diskutieren wir, dass Mittelstufenklassen mit 30 Schülerinnen und Schülern vielleicht ein bisschen zu groß besetzt sind. Seit Jahren diskutieren wir über den baulichen Zustand von Schulen, Herr Pentz. Viele Schulen haben ja leider gar kein Waschbecken im Klassenraum oder sonst wie, dass sie die Hygienemaßnahmen umsetzen könnten. Seit Jahren reden wir darüber, dass Schulen saniert werden müssen. Dass sich Schulen saniert werden müssen. Sie sagen doch die ganze Zeit, klarer Kurs. Das ist doch der klare Kurs der CDU in den letzten 20 Jahren, dass sie die öffentliche Infrastruktur haben verrotten lassen. Und sich jetzt hinzustellen, zu tun, als sei Hessen super vorbereitet gewesen auf die Krise. Und das hätte ja noch nie jemand gesagt, dass es vielleicht beim Thema Pflege, Kita und Schulen ein bisschen Nachholbedarf gibt, ist ja noch auch etwas absurd, Herr Pentz. Und jetzt noch eins zum Ministerpräsidenten. Sie haben gesagt, ja, Kultur ist systemrelevant. Ich freue mich, dass wir da übereinstimmen. Aber da muss man noch einmal schauen, ob man in den 12 Milliarden Sondervermögen vielleicht auch noch ein bisschen Geld für die Kultur findet. Und wenn nicht, dann muss man eben noch etwas auflegen, dass man es findet. Es geht hier nicht um große Beträge. Es geht hier nicht um die ganz großen Beträge, aber mit kleineren Beträgen kann man hier wirklich eine Infrastruktur am Leben erhalten. Und ich finde, die kulturelle Vielfalt in Hessen ist es wert, dass wir diese Mittel auch bereitstellen, meine Damen und Herren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Und noch einmal, ich finde, es gibt viele gute und berechtigte Gründe, auch zu demonstrieren und auch seine Forderungen und seine Rechte einzufordern angesichts der Corona-Maßnahme. Wir müssen durch diese Krise durch mit Solidarität und den Menschen, die Existenzgrundlage, ihre Existenzgrundlage verlieren, die brauchen Solidarität und Hilfe aus der Gesellschaft. Die brauchen wir. Die Menschen, die in Berlin mit Reichskriegsflaggen demonstriert haben, denen geht es genau darum nicht. Denen geht es um vollkommen andere Sachen, aber die sorgen sich nicht um die Existenzsorgen von Künstlerinnen und Künstlern, von Reisebüromitarbeitern oder Flughafenbeschäftigten.